Platzhirsch Wien. Hier wird heute der Designstar 2015 gekürt. Die Herausforderung dabei? Recycling Deluxe. Jungdesigner sollen aus alten Jeans-Teilen ein außergewöhnliches Haute-Couture-Ballkleid kreieren. Eine der super talentierten Newcomer-Designerinnen ist Carolina Twarzig. Ich wollte ein Kleid herstellen, der auch für roten Teppich geeignet ist. Also ich würde es gerne auch tragen. Das war mein aufwendigstes Kleidungsstück, das ich je gemacht habe, wirklich. Während Backstage die Nervosität steigt, sind unsere Promis schon fleißig am Feiern. Das Thema ist aufgelegt. Schließlich hat jeder von ihnen Dutzende Jeans zu Hause. Ich habe unfassbar viele Jeans zu Hause. Ich glaube, es geht so in die Richtung 50 plus. An die 100, wenn man jetzt alle Größen zusammenzählt. Eine rot, eine dunkelgrau, eine hellblau, eine dunkel. Also ich habe quasi von jeder so eins. Manche haben viel Muster drauf oder Steine oder irgendwelche Nieten oder sowas. Also ich mag eher ausgefallene Jeans. Ich habe auch Jeans zu Hause, aber die meisten Jeans habe ich in Frankreich. Kurze Jeans, das ist wirklich geil, am Boot ist praktisch. Du, viele, ja, aber ich bin ja ein Sammler, ich kann ja nichts wegwerfen, ich kann mich von nichts trennen. Ich habe sicher an die 50 Jeans. In einem Paar Jeans werden 250 Kilometer Faden verarbeitet und es stecken 8 Stunden Arbeit dahinter. Ursprünglich als Arbeitshose gedacht, ist sie heute ein Trendteil der High Society. Doch auch hier werden die kleinsten Modesünden sofort vom Style-Gott oder Modeguru bestraft. Ich glaube, für jeden Typ, Körpertyp und Bau gibt es auch spezielle Jeans und die muss man finden. Wenn man die hat, dann muss man bei der bleiben. Wenn sie einen schlechten Popo macht, also mir muss schon der Hintern drin gefallen. Diese ganz jungen Burschen und Mädels haben ja oft diese Mom-Jeans und ja, so. Ja, genau. Aber da muss man halt dementsprechendes Alter haben und den dementsprechenden Style haben. Ich habe ihn leider Gottes nicht, aber es passt schon. Zu eng. Zu eng und diese daraus entstehenden Jeans-Wülste geht gar nicht. Bei Jeans ein No-Go ist einfach, wenn sie nicht sitzt. Also wenn du siehst, die Jeans passt gar nicht, dann ist es schlecht. Das Wichtige für mich ist, dass die Passform gut ist, dass sie nicht so sehr reiben. Und was ich gerne habe, ist, wenn sie innen mit irgendwas Geilem gefüttert ist. Mit diesem modernen Schnitt kann ich nicht. Also wenn da da bei den Knien hängt, das ist kein Jeans mehr für mich. Für mich waren Jeans halt immer körperbetonte Kleidungsstücke. Nicht? So, Adi hat das körperbetont, so soll ein Jeans ausschauen und nicht da unten. Ich habe nicht gesagt, ich kann es mir nicht leisten, oder? So soll es ausschauen. Zurück im Backstage-Bereich. In Kürze beginnt die Show. Bei Carolina Twarzig und ihrem Model Miss Vienna 2014 Katharina Nalik werden noch die letzten Details abgestimmt. Ich fühle mich mega, mega geehrt, dass ich genau dieses Kleid anziehen darf. Ich bin halt, vor allem wie ich beim Fitting gewartet habe, ich halt so durchgeschaut und ich habe mir gedacht, das ist es. Doch. Ist es auch wirklich das Siegerkleid? Die Models sind bereit und die Promi-Jury hat ihre Plätze bereits eingenommen. Und worauf schauen unsere Experten? Ja, natürlich auf die speziellen Kreationen. Also was hat man letztendlich wirklich aus alten Jeans kreieren können? Wie einfallsreich waren jetzt die Kreativen? Was konnten die bieten? Und wie kommt das jetzt rüber? Mal früher Denim und jetzt halt so Haute Couture. Ich bin gespannt, eine neue Kreationen zu sehen, talentierte Menschen kennenzulernen, das ist eine tolle Sache. Ich werde mal drauf schauen, wie die Kreationen verarbeitet sind. Das ist eine Sache, die mir persönlich auch wichtig ist. Dann schaue ich mal drauf, wie originell die Entwürfe sind und auch wie tragbar sie sind oder wie tragbar sie wären. Ich finde es besonders spannend, dass man aus Jeans Haute Couture Kleider macht. Also für mich zählt die Kreativität. Kreativität vom Feinsten beim Denim Design Contest 2015 bei PP Jeans London und Fashion Magazin Style Up Your Life. Der Gewinner dieses Contests erhält 500 Euro, eine einzigartige Fotostrecke im Fashion Magazin Style Up Your Life und das Gewinnerkleid geht in den PP Jeans Stores Österreichs auf Roadshow. Und das außergewöhnlichste Haute-Couture-Ballkleid, designt aus alten Jeans,
ist von Sarah Kickmeier. Es ist Sarah Kickmeier! Man findet keine Worte dafür, also ich weiß gar nicht, was sagen. Der Designstar 2015 ist gekürt. Für Carolina Twarzig war der Abend in dieser hochkarätigen Promi-Runde eine außergewöhnliche Erfahrung. Ich finde, alle sind traumhaft schön und sie haben es verdient, auf jeden Fall. Das ist die Sarah Kickmeier, die Gewinnerin des Denim Design Star Contest 2015.